10 zauberhafte Fakten, die du nicht über Pilze wusstest. Stammen wir von Pilzen ab? Können Zauberpilze Stottern heilen? Sind Pilze die Lösung, um die Welt zu retten? Zauberpilze. So hat damals dieser ganze YouTube-Kabal angefangen. Aus Neugierde entschied ich mich damals nach einer Google-Recherche dazu, mir, ohne vorher solche Erfahrungen gehabt zu haben, Zauberpilze in mein Wurstbrot mischen zu lassen. Es folgte eine sowohl anstrengende, angsteinflößende als auch atemberaubende Erfahrung, die mir zum ersten Mal die Realität aus einem völlig unvorstellbaren Blickwinkel gezeigt hat. Doch Zauberpilze sind nicht die einzigen zauberhaften Pilze. Wenn es nach Leuten wie Paul Stamets, einer der führenden Pilzforscher, geht, sind Pilze einer der größten Chancen der Menschheit. Ihr werdet bestimmt auch von Pilzen fasziniert sein, wenn ich euch nun ein paar der unglaublichsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Hypothesen und Theorien von Paul Stamets und Co. vorstelle. Nummer 1. Champignons sind gefährlich. Und es ist irgendwie auch gefährlich für manche, darüber zu reden. Champignons gehören zu den beliebtesten Speisepilzen. Aber sind sie eventuell gesundheitsschädlich? Ich interessiere mich schon sehr lange für das Thema Pilze und feiere Paul Stamets sehr und habe mir so ziemlich jedes Interview mit ihm angeschaut. Aber eine Szene aus dem Interview mit Joe Rogan lässt mich schon seit Jahren rätseln. Bei Stelle 1.44 sprechen sie darüber, dass die meisten Speisepilze auch viele gesundheitliche Vorteile haben. Dann fragt Joe, wie es denn mit den Champignons aussieht, worauf Paul meint, dass es da ein großes Problem gibt. Denn Champignons enthalten Agaritin, ein Stoff, der toxisch und krebserregend sein soll. Die gute Nachricht ist, dass man das Agaritin in hohen Temperaturen rauskochen kann. Wenn man googelt, ob man Champignons roh essen kann, sagen die meisten Treffer, dass man das ohne Probleme machen kann, was laut dem Pilzforscher Paul Stamets keine gute Idee ist. Jetzt noch der Part, der mich schon seit Jahren rätseln lässt. Joe will dann in dem Interview Näheres über die Gefährlichkeit von Champignons wissen, woraufhin Paul dann antwortet: This is an explosive area of conversation and puts my life in danger. So I reserve the right not to answer your question. Whoa. I didn't expect that. It puts your life in danger talking about portobello mushrooms? He's looking at me silently. I will respectfully move on. Thank you. Hä? Warum ist da sein Leben bedroht, wenn er darüber redet? Im Internet gibt es da irgendwelche Theorien, dass es damit was zu tun hat? Dass man Champignons irgendwie als Raketentreibstoff verwenden kann? Schreibt mir da bitte mal eure Theorien in die Kommentare, damit ich mir da den Kopf nicht mehr daran zerbrechen muss. Ich melde mich gerade nochmal aus dem Schnitt. Ich habe noch ein paar Artikel gelesen zu dieser Champignon-Sache. Und es gibt einige Artikel, die sogar sagen, dass Agaritin nur fälschlicherweise eine krebserzeugende Wirkung zugeordnet wurde. Und es gibt sogar Artikel, die sagen, dass Champignons eine antitumorelle Wirkung haben. Die einen sagen das und die anderen das und jetzt bin ich komplett verwirrt und weiß nicht, wem ich glauben soll. But that jury is still out, so to speak. Nummer 2. Pilze können das Hirn verbessern und heilen. Der Pilzforscher Paul Stamets entwickelte überhaupt erst ein intensives Interesse für Pilze, nachdem sein heftiges Stottern, das nicht durch eine 6 Jahre Sprachtherapie verbessert werden konnte, durch nur einen einzigen Psilocybin-Pilztrip komplett geheilt werden konnte. Wenn man sich anschaut, wie eloquent Stamets heute ist, ist es unvorstellbar, dass er mal krass gestottert hat. Heute ist Paul sich sicher, dass die Heilung seines Stotterns durch Neurogenese erreicht werden konnte. Neurogenese ist eine Neubildung von Nervenzellen. Was genau Neurogenese alles bewirkte, weiß man noch nicht zu 100%, aber die findet vor allem in den Gehirnregionen, die mit Lernen, Motivation, Gedächtnis und Emotion zu tun haben, statt, weshalb es naheliegt, dass Neurogenese in diesen Disziplinen was verbessern kann. In dem Buch How to Change Your Mind von Michael Pollan wird, wie der Titel bereits andeutet, sehr gut erklärt, wie Psychedelika im Allgemeinen dafür geeignet sind, neue Denkmuster zu erschaffen und man sich beispielsweise von den negativen Denkmustern einer Depression befreien könnte. Doch nicht nur Zauberpilze können diese Neurogenese auslösen, sondern auch Pilze, die nicht heilmachen und legal sind, wie Lion's Mane oder Cordyceps, scheinen einen solchen Effekt zu haben. In Rattenversuchen wurden kognitive Leistungssteigerungen festgestellt und Studien weisen ebenfalls darauf hin, dass Pilze wie diese gegen Demenz helfen könnten, auch vorbeugend. Nummer 3. Stoned Ape Theory. Terence McKenna entwickelte die Stoned Ape Theory, die aber auch von Paul Stamets verbreitet wird. Genau genommen ist sie eigentlich keine Theorie,
sondern nur eine Hypothese. Also einfach nur eine sehr plausible Erklärung, aber es gibt jetzt für diese Hypothese keine Beweise oder so. Dennoch ist die Erklärung verdammt spannend. Die Hypothese lautet, dass berauschende Zauberpilze maßgeblich die Evolution und den Fortschritt des Menschen vorangetrieben haben. Unsere Affenvorfahren sollen angefangen haben, irgendwann Zauberpilze zu essen und durch die vorher beschriebene Neurogenese Denkmuster entwickelt haben, die ihnen einen gehörigen Vorteil verschafften. Während sie vielleicht vorher Angst vor einem Tiger hatten, konnten Pilze dafür sorgen, dass der Vorfahre des Menschen plötzlich andere Assoziationen zu dem Tier entwickeln konnte und er anfing, Tiger zu erlegen und essen. Und wenn man sich vorstellt, dass Pilze in allen Lebensbereichen solche neue Denkweisen initiiert haben, klingt diese Hypothese wirklich sehr plausibel. Nummer 4. Pilze sind intelligent. Wir assoziieren Intelligenz meist mit einem Gehirn, aber Pilze scheinen so etwas zu besitzen, ohne dass sie ein Gehirn haben. In Experimenten konnte Pilzmyzel den Weg durch ein Labyrinth finden. In einem anderen Experiment legte man unterschiedliche Nährstoffe genauso hin wie die einzelnen Stationen der U-Bahn-Stationen in Tokio. Das Myzel bildete schnell eine potenzielle U-Bahn-Karte, die deutlich effizienter ist als das von Menschen entwickelte U-Bahn-System. Manche Pilze können sogar Ameisen befallen und diese steuern. Nummer 5. Wir stammen von Pilzen ab. In Südafrika fand man in Lava Pilzmyzel, das vor 2,4 Milliarden Jahren ins Lava geraten war. In Brasilien fand man ein 1,4 Milliarden altes Fossil eines völlig intakten Pilzes. Also die mit Abstand ältesten Fossile von multizellulären Lebewesen sind Pilze. Die ersten Menschengattungen gibt es erst seit 2,8 Millionen Jahren. Tiere spalteten sich vom Pilz vor mehr als 650 Millionen Jahren ab. Aber auch heute sieht man noch unsere Verwandtschaft. Weil Pilze aus dem Boden wachsen, assoziiert man Pilze so ein bisschen mit Pflanzen. Und ich dachte zum Beispiel auch als Kind einfach, dass Pilze einfach nur eine neue Pflanzenart ist. Aber Pilze sind eine eigene Gattung und in vieler Hinsicht näher mit Tieren verwandt als mit Pflanzen. Unsere Zellen sehen sich sehr ähnlich und wir atmen beide Sauerstoff ein und Kohlenstoffdioxid aus. Es gibt noch weitere Ähnlichkeiten, wie dass Pilze und Tiere beide heterotroph sind, aber das ist mir gerade zu kompliziert zum Erklären. Nummer 6. Pilze sind überall. Scheidenpilz, Fußpilz, Schimmelpilz, Zauberpilz, Heizpilz, Hefe. Es gibt über 5 Millionen Pilzarten, die sich in sämtliche Lebensbereiche erstrecken. Die Stängel mit Hut am Waldboden, die die meisten überwiegend mit dem Wort Pilz assoziieren, sind eigentlich nur die Fruchtkörper dieser fungalen Lebensform. Also das, was der Apfel für den Baum ist. Es gehört aber viel mehr zu diesen Wesen als das, was aus dem Boden schaut. Der viel entscheidendere Part ist das Myzel, das sich unter dem Boden befindet. Das Myzelnetzwerk erinnert sehr an unsere Gehirnneuronen und funktioniert auch auf eine ähnliche Weise mit elektrischen Signalen. Bäume benutzen teils Myzelnetzwerke, um sich gegenseitig Nährstoffe zu schicken. Es ist eine Art Internet des Waldes, das Pflanzen benutzen können, um miteinander zu kommunizieren. Durchschnittlich befinden sich unter jedem Fußstapfen, den wir auf der Erde gehen, 300 Meilen an Pilzmyzel. Pilze machen 10-30% der Bodenrhizosphäre aus. Nein, nicht Rhizosphäre. Schimmelpilze sind tatsächlich Pilze, bei denen man das Myzel direkt sieht. Nummer 7. Das größte Lebewesen ist ein Pilz. Während ich immer dachte, dass das größte Lebewesen der Welt deine Mutter ist, ist es der Hallimaschpilz. Dieser Pilz ist 150.000 Quadratkilometer groß, was 1200 Fußballfeldern entspricht und 100 Tonnen schwer. Da auch hier der größte Teil des Pilzes unterirdisch ist, kann ich hier kein richtiges Foto von dem Pilz einblenden und zeige euch daher lieber ein Foto von dieser Ups-die-Pannenshow-DVD. Den Pilz entdeckte man erst vor 17 Jahren, weil man sich über ein großes Waldsterben in Oregon wunderte. Und letztendlich kam raus, dass der Pilz den Wald sozusagen gegessen hat, beziehungsweise die Bäume leer gesaugt hat. Heute erstmal ein Wald essen. Gar keinen Bock. Nummer 8. Man kann aus Pilzen tolle Sachen bauen. Dass man aus Hanfplastik und Kleidung machen kann, wissen treue Open-Mind-Zuschauer schon, aber bei Pilzen ist das ähnlich. Paul Stamets ist meistens mit seinem Amadou-Pilzhut zu sehen und es gibt zum Beispiel auch eine Firma in den USA, die Möbel aus Pilzen herstellt.
Diese Wohnung hier ist mit Pilzen befallen, aber keine Sorge, ich kümmere mich drum. Okay, der Bass ist sau schlecht. Nummer 9. Pilze könnten die Welt retten. Ein sehr großes Problem in unserer Welt ist Umweltverschmutzung. Da Pilze jetzt schon das Recycle-System des Waldes sind, gibt es hier viel Potenzial. Wenn irgendwelche Bäume im Wald sterben, werden sie im Grunde von Pilzen gegessen und verdaut und sogar in fruchtbaren Boden umgewandelt. Ja, sogar Steine können von Pilzen gegessen werden. Dass auch daraus dann fruchtbarer Boden werden kann, soll auch in der frühen Evolution viel zu einer großen Artenvielfalt von Lebewesen beigetragen haben. Man hat daher auch Tests gemacht, bei denen man Diesel und andere Erdölabfälle mit Myzel behandelte. Das Myzel konnte sich dann von Abfällen ernähren. Es wuchsen Pilze. Die Pilze verteilten Sporen und die Sporen lockten Insekten an und diese Insekten lockten Vögel an, sodass letztendlich dank der Pilze aus dem Erdölabfall ein Ort voller sprießendem Leben wurde. Manche Leute haben es geschafft, Pilze dazu zu bekommen, dass sie Zigaretten oder Plastik essen. Aus manchen Pilzen ließe sich Biotreibstoff herstellen, was auch Umweltverschmutzung reduzieren würde. 2/3 all unserer Nahrungsmittelversorgung ist abhängig von Bienen. Das jüngst auftretende Bienensterben überall auf der Welt ist daher ein sehr ernstes Problem. Auch hier können Pilze zur Lösung dieses Problems beitragen. Und zwar konnte man das Leben von Bienen um mindestens 20% verlängern, wenn man ihnen Honig mit gewissen Pilzextrakten zum Fressen gab. Doch wie genau verlängern die Pilze das Leben? Nummer 10. Viele Pilze sind gesund und heilen. Bienen haben zurzeit ein ähnliches Problem wie wir, denn für das Bienensterben sind auch zu einem signifikanten Teil Viren verantwortlich. Und weil gewisse Pilze das Immunsystem stärken und Viren bekämpfen können, können Pilzextrakte das Leben von Bienen um 20% verlängern. Doch auch der Mensch kann von diesen Effekten profitieren. In einem Experiment hat man unterschiedliche Pilze gegen gewisse Erkältungsviren getestet. Dieser Wert gibt an, wie gut die Pilze gegen die Viren halfen, und zwar um ein Vielfaches mehr als ein klassisches Erkältungsmedikament, mit dem man Pilze verglichen hat. Besonders beeindruckend war, dass sich die heilenden Effekte potenzierten, wenn man die Pilze mischte. Penicillin, eines der bekanntesten Antibiotika, lässt sich mit diversen Schimmelpilzen bilden. In einer Studie ließ man die Teilnehmer über eine gewisse Zeit regelmäßig Shiitake-Pilze essen. Es zeigte sich ein entzündungshemmender Effekt und es konnten mehr B-Zellen, T-Zellen und natürliche antibakterielle Zellen nachgewiesen werden. Und das Coole ist, dass man den Shiitake-Pilz einfach in jedem Supermarkt kaufen kann. Ich wünschte, sie würden mir schmecken. Heil- und Vitalpilze wie Reishi, Chaga, Cordyceps etc. gibt es allerdings nur in Form von Nahrungsergänzungsmittel hier in Deutschland zu kaufen. Letztes Jahr habe ich, inspiriert von Paul Stamets, ein Nahrungsergänzungsmittel-Stack aus vielen fabelhaften Vitalpilzen rausgebracht. Die gerade aufgezählten Pilze Chaga, Reishi, Cordyceps, Shiitake sind da mit ein paar weiteren Pilzen im Mix enthalten. Natürlich alles 100% legal, bei dem Namen des Produkts könnte man was anderes vermuten, aber nein, man wird davon nicht high. Auf der Supplement-Seite listen wir alle gesunden Nährstoffe, die in den unterschiedlichen Pilzen enthalten sind, darunter viele Vitamine, Antioxidantien, essentielle Aminosäuren und so weiter. Besonders in dieser Jahreszeit geht so der ein oder andere Virus um, weshalb es eine gute Idee sein kann, sein Immunsystem mit sowas zu stärken. Wenn man Reviews zu diesen Nahrungsergänzungsmittelpilzen von Usern liest, liest man auch häufig, dass sie sich durch diese Pilze lebendiger und entspannter fühlen. Ich nehme die auch jeden Tag und war seitdem noch nie krank. Okay, ich habe die auch erst seit Ende letzten Jahres. Macht gerne eure eigenen Recherchen. Ich finde, dass es sich für mich lohnt, die zu nehmen. Viele Quellen sind in der Fußnote verlinkt. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr euch was auf supplements.de gönnt. Und für die Leute, die sich jetzt beschweren wollen, dass dieses Video ihnen zu kommerziell ist, zum einen versuche ich größtenteils Produkte rauszubringen, zu denen ich sowieso ein Video machen wollte. Also, wenn ich keine Nahrungsergänzungsmittel hätte, gäbe es dieses Video genauso, nur ohne den Hinweis, dass man sich einen Pilzstack bei supplements.de gönnen kann. Der Großteil des Videos hat ja wirklich nichts mit den Produkten zu tun und sollte einfach nur die Begeisterung für Pilze erwecken und nur die letzten paar Sekunden die Begeisterung für Nahrungsergänzungsmittel wie der Pilzstack auf supplements.de. Danke für euren Support und abonniert diesen Kabal. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Der scheiß Postbote muss mir was bringen und der soll jetzt bei mir halten. Wehe, der Postbote kommt jetzt nicht zu mir. Ich fraste aus. Der muss zu mir kommen jetzt.